Hey Leute und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Mabi und ja, wie ihr seht, sind wir wieder bei Clash of Clans. Und ich habe mir überlegt, ja, ich mache heute doch noch eine Folge. Eigentlich hätte ich keine Zeit mehr, aber ja, mache ich halt einfach doch noch. Und ja, ich wollte euch einfach erstmal noch einmal auf den Clan-Krieg zurückblicken. Wir haben schon wieder einen neuen gestartet, aber der alte, den haben wir ganz, ganz knapp noch verloren. Komm, komm, komm. Ach, egal. Ja, 28 zu 25 haben wir verloren. Ja, die haben noch einmal in der Nacht ganz schön angegriffen. Wir hatten keine Angriffe mehr übrig. Von daher, was sollten wir machen? Und ich habe mir für heute auch nochmal überlegt, dass ich euch einfach ein Dorf zeige. Oder zwei Dörfer, eher gesagt. Fangen wir an mit King Pint. Er ist Level 80 und ist Rathaus 8. Ja. Also das sieht richtig gut aus. Ja, das ist eigentlich alles richtig gut. Also ich würde empfehlen, ich guck mal kurz. Ja, er hat eine Kaserne auf Level 10 hier. Er sollte mal die anderen auch noch hoch machen. Und mit den dunklen Kasernen genauso, die noch auf Level 4. Ja. Und den Bohrer hier noch höher. Ja. Von den Truppen her. Sehr gut. Ja, hier könnte man noch ein bisschen was machen. Hier Pekka auch. Schweinis. Valkyrie. Ja. Hier Ballons könnte man noch machen. Und den Barbaren King. Aber sonst hier auch ganz geil. Ja. Also. Dann kommen wir zum nächsten. Gucken wir uns mal den Alien an. Er ist auf Rathaus 5. Ein bisschen niedriger. Aber hier würde ich sagen, ist eigentlich auch ganz gut. Man könnte vielleicht die Luftabwehr ein bisschen mehr hier so rein tun oder hier. Und dann halt den Minenwerfer noch dahin. Oder einfach so einen Bogenturm. Den Magierturm noch ein bisschen weiter in die Mitte. Ja, von den Truppen her eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung, was diese Level angeht. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, dass er. Ah, nee, das geht ja noch gar nicht. Egal. Ich habe gedacht, Zauberspruchfabrik, aber nee, das geht ja noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was er hier verbessert. Aber ich schätze mal. Mauerbrecher. Ballons. Ja, einen von den beiden wird er wahrscheinlich verbessern. Ja. Dann gucken wir uns noch einmal ein anderes Dorf an, und zwar das vom Tobias 123. Ja, also das ist der Tobi Getter. Link von ihm in der Beschreibung. Ja, also das ist sein Rathaus Level 9er. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also die Riesenbomben, die müssen natürlich noch auf Level 3. Ansonsten sieht das. Oh, ein Elixierlager, das muss auf jeden Fall auch noch höher. Sieht das eigentlich ganz gut aus. Habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Ja. Von den Truppen her finde ich es auch ganz gut, nur den Barbarenkönig, den könnte er vielleicht auf 10 bringen, genau wie die Königin. Und halt die Zauber hier verbessern. Und, oh, Bogi ist Level 4. Oh, ja. Ansonsten, oh, er hat doch schon Hexen, cool. Ansonsten ganz gut, vor allem in Kriegssterne hier sehr schön.
kann ich eigentlich auch nichts gegen sagen. Armeelager fast in der Ecke, alle. So. Und dann blicken wir noch einmal auf den neuen Klankrieg. Diesmal greifen wir mit 15 Leuten an. Und zwar unsere Aufstellung ist Gina auf Platz 1, dann Tobias 1, 2, 3, dann ich, dann kommt King Pint, dann kommt Warfax oder wie man das ausspricht, dann Leon 11, dann Mobile Fanboy, dann Andy Sakur auf 9 Skillex, auf 10 Rotweinpirat, das passt ja, auf 11 Maxis Mama, keine Ahnung warum er sich so nennt, auf 12 Alien. Der hat in dem letzten Clankrieg sehr, sehr gut angegriffen. Dann auf dem 13. unser Aki. Auch von ihm ein Link in der Beschreibung. Und dann auf 14. Ein richtig geiler Name, braucht Truppen. Und dann noch auf 15 unser Gamer04. Gucken wir auf die gegnerische Aufstellung. Die sind ziemlich gut. Das ist ein Level 6 Clan. Und wir sind Level 1. Also wird auf jeden Fall schwierig. Haben wir auf 1 den Kuti. Dann auf 2 den Argi. Und dann auf 3 mein Gegner, RL18. Ja, also von den oberen her, also von den oberen 5 ist das ziemlich gut. Da sind die uns ganz schön überlegen. Aber unten können wir dann, glaube ich, punkten. Weil direkt auf Level 6 schon einer auf 69 kommt. Und bei uns haben wir einen auf 95. Deswegen könnte es eigentlich da ein paar Sternchen geben. So, das Dorf von meinem Gegenüber, gucken wir uns mal an. Ja, also schreibt mir bitte in die die Kommentare, was sag ich denn da, Videobeschreibung, Kommentare, wie ich hier angreifen soll. Ob ich hier mit Drachen angreifen soll? Da habe ich auf jeden Fall schon gedacht, nein, Drachen auf gar keinen Fall, aber vielleicht doch, ich weiß es einfach nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ich da angreifen soll. Oder mit Golems und Drachen und Pekka, ich weiß es einfach nicht. Also das ist ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass ich da mit Drachen irgendwas machen kann, weil die Luftabwehren halt alle in der Mitte stehen. Ach, ich hatte noch nichts drin. Okay, egal. Aber hier stehen ziemlich viele Gebäude außen. Da könnte ich vielleicht Bogies mitnehmen. Aber egal, ich lasse mich überraschen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ich da angreifen soll. Ich zeige euch noch einmal, welche Truppen ich zur Verfügung habe. Hier. Da seht ihr noch einmal die Truppen. So. Dann zeige ich euch noch einmal meine Base. Da hat mir gestern der Leon 11 ein bisschen geholfen. Wir haben uns ein bisschen so überlegt, was wir so machen können. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Luftabwehren hier auf Level 5 habe. Ich kann die aber schon auf 6 machen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das so, dass ich die noch verbessere oder halt den Magierturm. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ich verbessern soll? Magierturm oder die Luftabwehren? So, und dann muss ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar der erste aus dem gegnerischen Clan. Guckt euch die Luftabwehren an. Level 4. Also wenn Gina hier nicht mit Drachen angreift, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, was soll da auf uns zukommen? Oh, auf jeden Fall gute Truppen. Ja. Okay. Okay, ansonsten sehr stark eigentlich. Ja. Also schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ich meinen Gegenüber kaputt machen kann. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern soll. Den Magierturm auf Level 5. Ja, 5. Oder die Luftabwehren auf Level 6. Ja. Und dann würde ich erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.